Willkommen zurück. So, Kampf ist beendet und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt einige Sachen, die hier oben aufleuchten. Charakterbogen und so weiter, Talente. Schauen wir mal rein. So, wir haben nämlich Levelaufstieg. Das hatte ich ja eben im letzten Folge schon gesagt. Ein Punkt haben wir übrig. Entschlossenheit. Verstand ist vielleicht am sinnigsten, wenn wir unsere auf den Verstand legen, Wissen, Auswahl, Magiestab. Ja, das machen wir auch. Wir speichern das gleich. Der erste geht aufs Wissen. Talente! Ach du Scheiße, was ist das hier? Tagebuch und Reputation. Da gucken wir auch gleich noch rein. Jetzt wird's schwer. Führung, Großwaffen. Wir haben hier nämlich mit ihm, glaube ich, alle Sachen. Magie, gucken wir uns das mal an. Reichweite, Geschicklichkeit, Magie, Großwaffen. Und Führung. Ein Talentpunkt haben wir frei. Ah, Führung ist Anforderung Level 3. Okay, Verteidigung. Nehmen wir mal nicht. Wir gehen ganz offensiv an die Sache ran. Magie. Schauen wir mal, was wir haben. Magisches Wunderkind verleiht einen Bonus auf den Wissensskill. Das ist schon mal nicht schlecht. Arkaner Ansturm. Ergänzt Stoßangriffe und die Beeinträchtigung Zauberbuch. Verleiht außerdem für eine kurze Zeit den Einsatz von Stoß einen Bonus auf Magieskills. Okay. Geladener Schlag. Lade deinen Magiestab auf und entfessle einen mächtigen Energieblitz. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Was ist denn Reichweite? Lähmen. Ziele mit einem Fernangriff auf die Füße deiner Gegner. Wenn du erfolgreich bist, werden sie lahm. Flucht. Vielleicht die Fähigkeit Stoß. Das hatten wir doch gerade schon. Um die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ach so. Vergifteter Wurfpfeil. Nee, das ist auch nicht so geil. Großwaffen. Rundumschlag. Ein großflächiger Kegelangriff, wo mehrere Feinde in der Nähe trifft. Konzentrierter Schlag. Ist wieder so ein Stoß. Handflächenschlag. Nee, ich glaube, wir bleiben mal bei Magie. Also wir haben doch nicht alle Sachen, die wir wählen können. Bleiben bei Magie und nehmen das magische Wunderkind. Da können wir im nächsten Anforderungen vielleicht zusätzliche Zauberplätze. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Werden wir später auf jeden Fall noch brauchen, weil jetzt schon unsere Zauberplätze voll sind. So. Tagebuch. Erdhexenverstärkung. Kehre zu Keveus zurück. Erkunde die Kreuzung. Okay. Fangnesselwildnis. Okay, das wäre dann das nächste, was wir machen können. Und was ist das hier? Reputation. Oh, bei den Geschmähten. Wir sind Rang 3. Passiv. Steht zusammen, steht stolz. Passiv. Pulsrate, alle 3 Sekunden, Wirkungsbereich, Verbündete. Alle Gruppenmitglieder in deiner Nähe erhalten einen Bonus auf ihre Entschlossenheit. Cool! Cool. Cool. Gunst und bei Zorn, was würde es denn da geben? Einmal pro Kampf erhältst du ein Schadensabsorptionsschild. Okay. Scharlachrote Chor, bei denen, die haben keine Furcht vor uns und keine Gunst. Und die Vendrienwache. Bisschen Zorn vor uns und auch kein Gunst. Werten haben wir noch gar nicht. Sie hat ein bisschen gut von oben Loyalität. Und App. Oh, die hat Loyalität. Aber die ist ja kein Gefährte von mir. Auf jeden Fall nicht in meiner Gruppe. Aber wahrscheinlich noch für die Gruppe anwählbar. Später. Gut, hier sind wir fertig. Schnell speichern. Eben, bevor wir reisen. Wir machen nämlich jetzt noch den einen Auftrag hier in der Wildnis von Fangnessel, ja. Bevor wir in die Lager zurückreisen. Ich habe immer noch nicht, ich weiß noch nicht, ob wir uns irgendwo pennen legen können. Also ob es eine Art Gasthaus gibt oder ob wir die Dinger aufbrauchen müssen. Die Rastzelte. Zelte. Zelte. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil so teuer waren die nicht. Wir haben noch gut Geld über. Wir wissen ja, wo sie zu kaufen sind, von daher. Okay. Okay, das sind Hordenmitglieder. Ich glaube, da können wir ohne Probleme rangehen. Sollten wir vielleicht auch. Mal alles nehmen. Ach ja, was ich mal eben machen wollte, war denen von uns, die keine. Kann man hier.
Tränke haben wir gar nicht. Trank der Wiederbelebung. Können wir ihn, glaube ich, mal hier einschmeißen. Er hat auch zwei in der Schnellauswahl. Okay, dann haben wir ja eigentlich genug. Okay, dann passt das. Gut. Ah. Falschhinker. Verstärkung? Endlich hier entlang. Wir müssen. Der Chorkrieger setzt mit seinem tätowierten Arm zum zackigen Salut an. Mitten in der Geste, aber steht ihm plötzlich ein verwirrter Ausdruck im Gesicht. Schwester Lyra? Was habe ich getan, um solch eine helfende Hand verdient zu haben? Dem Mann entkommt ein Kichern, bevor er schaudernd und sich eine Hand vor den Mund legt. Als er sich auf einmal bewusst wird, leise sein zu müssen, flüstert er nur noch barsch: Fünftauge hat ja wirklich Humor, dich zu schicken. Lyra wirft ihm einen kalten Blick zu, sagt aber nichts. Ich bin hier, um die Vendrienwache zusammenzutreiben. Ach ja? Also wir ignorieren das mal einfach. Scheiß drauf, brauchen wir ja nicht, müssen wir nicht unbedingt wissen. Ach ja? Willst du mir meine Beute stehlen? Er kichert dumpf durch seine fürchterlichen Zähne. Wem mache ich hier was vor? Wir haben vor 2 Tagen unseren Meister gefunden und können so bald nicht mehr kämpfen. Ich würde zwar nur zu gern damit angeben, mir ein paar Skalpe geholt zu haben, aber meine Bande muss sich unbedingt ausruhen, bevor wir weiterkämpfen können. Ihr Lager ist gleich da drüben, sagt er nach Nordosten deutend, und wir behalten sie schon seit den letzten paar Tagen im Auge. Manche von ihnen sind vor ein paar Stunden aufgebrochen, zur Nahrungssuche, vielleicht zur Patrouille, aber sie sind noch nicht zurückgekehrt. Wäre wohl klug, jetzt zuzuschlagen, solange sie noch aufgeteilt sind. Überlass die Altbrecher mir. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Was hast du jetzt für einen Plan? Was hast du jetzt für einen Plan? 2 von meinen Brüdern habe ich in den Bergen verloren und wir sind schon seit Tagen auf halber Ration. Bis wir also nicht eine viel größere Truppe zusammenbekommen, werden wir wohl keinen Kampf gewinnen können, den wir beginnen. Du, jetzt hier bist, wird sich meine Bande zurückhalten und nach Schwierigkeiten Ausschau halten. Vielleicht können wir hinzustoßen, sollte es zu haarig werden. Damit kann ich umgehen. Zu feig für einen Kampf? Ich sehe schon, wie es ist. Ja, haha. Auf sein hölzernes Lachen folgt ein Augenrollen. Wenn ich schon die Leben meiner Bande wegwerfen soll, dann wenigstens in Aussicht auf etwas viel Großartigeres und Profitableres. Meine Bande und ich werden in der Nähe lauern. Schade, ich dachte, ich kann sie überzeugen, dass sie hier mit eingreifen. Wenn du angreifst, werden wir auf sie hereinbrechen und dabei helfen, Florian gefangen zu nehmen. Keine Sorge, ich werde die anderen wissen lassen, dass du die schwere Arbeit erledigt hast. In der Schlacht trickse ich schon, nicht aber mit meinem Ruf. Okay, er hilft uns. Mache die Rebellen aus, finde ich. Dann schleichen wir hier mal ein bisschen rum. Have a look here. Have a look here. So, was haben wir hier? Eine Bronzeachse. Und ein Lager, da könnten wir mit übernachten. Vielleicht sollten wir das auch machen. Oh oh. They won't see me coming. Boah, Stab der Titanen. Zweihand. Macht sogar mehr DPS. Wo ist denn hier der gute Stab der Titanen? Nice. Na, den können wir doch mal ausrüsten. Sehr nice. Okay, Darmschlitzer, einfach. Hier irgendwas, was besser ist. Das sind Zweihand, Einhand. Er macht mehr DPS, weniger Erholung. Weniger DPS, weniger Erholung. Bronzewurf durch. Okay. Er hat den leichten Lederhelm dabei. Vielleicht ganz gut, wenn er den aufsetzt, wa? Der letztes Mal schon so auf den Sack gekriegt. Was trägt er? Eine Schreibfeder. Nur Landry kann diesen Gegenstand. Die Gilde des Lebens gibt die Schreibfeder. Okay, dann lassen wir das dann dabei. Alles Klärchen, Popierchen.
speichere ich hier mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann schleichen wir uns mal hier vielleicht an die ran. Ja, ja, alles gut. Versuchen die nach und nach auseinanderzunehmen. So, kann sie mit ihrem Pfeil. Your days end here. So, was war das hier? Schlag aus Eisen attackiert die einzelnen Feinde. Spöttisch. Raven Ash protects. Okay, alle Mann drauf. Treffen gar nichts, Alter. Mal gucken, dass er hier mal ein bisschen. Komm schon, Leute. Nice. Und gleich liegt sie. Nice. Hat er den schon wieder frei hier? Was ist, war das nochmal? Das können wir ja jetzt mal machen, ja? Oh, er hat jetzt einen in die Fresse gekriegt, aber gut, das passt. Ja, ja, die hauen wir um. Er wechselt in den Nahkampf. Bis dahin liegt er. Nice! Und schleichen bitte. They won't see me coming. Okay. Wäre Bronzerüstung. Jetzt nicht zu geil. So, dann können wir mal einmal speichern. Sehr gut. Ob hier was ist. Wir sind sneaky unterwegs. Ich weiß das selber. Vielleicht ein bisschen zu sneaky, aber wir sind mal vorsichtig. Hier sind drei. Das ist schon ein größeres Problem. Okay. Ein Grenzläufer, Sonnenwache, Ehrenwache. Vielleicht den Grenzläufer als erstes. Ein Fall entdeckt. Mal ihn nach vorne stellen. Testen wir es mal. Dann lasse ich sie noch mal schießen. Auf. Hält viel mehr aus. Das wäre ganz gut. Okay, dann hauen wir erstmal die runter. Warten. KI aus. Okay, gut. Jetzt alle auf ihn. Guck mal, jetzt ist er in die Falle gelaufen. Sehr geil. Okay, jetzt haben wir hier alle ein bisschen Schaden bekommen. Nur für den Schicksalsbinder. Neuerung können wir nicht wirken. Urteil des Beobachters. Senkt seine körperliche Rüstung. Kommt schon, Leute. Habt ihr das schon gemacht hier? Oh, komm jetzt. Bam. Und draufhauen. Zack. Tot ist er. Okay, was können wir hier noch leisten? Spott. Eisenschlag. Ja.
Okay. Sehr nice. Sehr nice. Und ein Stoß. Und jetzt gibt's ein bisschen Zauberei. Bam. Nice. Das war sehr gut, liebe Leute. Und raus. Aus dem Geschäft hier. Die Sachen alle mitnehmen. Zum Verkauf, natürlich. Und nochmal speichern. Endlich geht's mal ein bisschen zur Sache hier, ne? Muss man ja auch mal so sehen. So, wir sneaken um die Ecke. Eine Falle entdeckt. Wow! Falle entschärft. Sehr gut. Ja, da kommt uns unser Wert auch zugute, den wir haben in Entschärfen und so weiter und so fort. Ah, ist Florian hier oder er hier in der Mitte? Ich behaupte ja fast... Oder befürchte ja fast, dass er eher mittig ist. Ja, wir sneaken einmal rum. Wir haben genug Zeit. Okay. Schade, dass man nicht noch weiter rauszoomen kann. Okay. Hier ist er nicht. Hier geht's schon wieder zur Karte. Ja, unsere Kumpels haben ja gesagt, wenn wir das Hauptlager angreifen, dann sind sie dabei. Wollen wir das gleich mal hoffen. Sneaken wir hier rein, achten auf Fallen und dann werden wir sehen. Pelox. Travos, es gab doch schon mal einen Pelox. Pelox Florian. Ach, Pelox ist einfach der Vorname. Der Dings. Name. Okay. Ja, wir gehen trotzdem noch mal ein bisschen sneaky rein. I'd say that's worth a second glance. Okay. Was haben wir denn hier? Schriftrolle, Sigil, Frostfeuer. Garant und ein Archant. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wer ist das denn? Sonnenwache. Okay, die werden bestimmt gleich böse, wenn wir, wenn wir da reinmarschieren. Speichern. Oh, weia. Die Bauern des Oberherrn sind eingetroffen, hoch mit den Klingen. Das Schwert in der Hand und bereit zum Kampf bellt der Hauptmann der Vendrienwache den Kriegern in seinem Lager Befehle zu. Pelox Florian, der einen laufenden Bronzerüstung trägt, auf seinen Armen zahllose Narben hat, überragt seine Kameraden um Haupteshöhe. Königinnenmörder? Der Hauptmann scheint dich zu erkennen. Ich hatte gehofft, dein Gesicht wiederzusehen, als Trophäe an meiner Wand. Lass alles fallen und flüchte, wenn dir dein Leben lieb ist, oder bleib stehen und stell dich den Kampf. Diese Möglichkeit passt mir auch gut. Es schien mir nur unsportlich zu sein, sie zu erwähnen. Wenn du dich jetzt ergibst, kann ich die Leben deiner Krieger schützen. Ich habe meine schönste blaue Flagge im Lager zurückgelassen, aber ich würde mich trotzdem gerne mit dir unterhalten. Oh, nehmen wir mal den zweiten hier. Geh und leck den glühenden Spalt von Nerats Stimmen. Ich weiß, was passiert ist, als du nur ein paar Worte mit Königin Alanta wechseln wolltest. Oh, du hast Gunst bei der Vendrienwache hinzugewonnen. Mit den Worten, Bruder, das ist der Schicksalsbinder. Tritt ein Krieger aus dem Gefolge von Florian vor. Genau der, der die anderen vor Jahren zwang, mich freizulassen, als man mich gefangen nahm. Tut mir leid, die Lage noch komplizierter zu machen, bevor es...
Aber es ist die Wahrheit. Hä? Jetzt nicht ganz verstanden. Er? Wie kannst du dir da sicher sein? Elox Florian. Ach so, ich habe ihn gerettet. Ah, jetzt verstehe ich. Behalte deine Witze der Kategorie Nordländerseelen alle gleich aus für dich. Das sagt der Travost. Natürlich bin ich mir sicher. Der Krieger schaut dich mit einem düsteren Nicken an. Ah, jetzt können wir ja lügen. Na schön. Ich werde mir alles anhören, was du zu sagen hast. Aber ich bin mir nicht sicher, was dabei herauskommen wird. Du sprichst hier nicht mit ein paar verängstigten Bauern. Wir sind alle hier, um notfalls im Kampf gegen Kyros zu sterben. Eroberung. Ich sage dir das im Versuch, Leben zu retten. Ganz so, wie ich es schon in der Vergangenheit getan habe. Wenn du dich Nerads Stimmen unterwirfst, können die Soldaten gehen? Darauf gebe ich dir mein Wort. Der Chor weiß, dass ich hier bin. Andere werden folgen. Okay. Jetzt List. Lügen. Wenn du dich ergibst, werden sie dich zu Nerads Stimmen bringen. Ein Giftdolch kann man ja leicht in einen Stiefel stecken. Ah, nee. Ich geh mal mit der Eroberungsgeschichte. Du aufgeblasener kleiner Scheißer. Glaubst du, das wäre was zum Lachen? Er greift aufgebracht nach seinem Schwert. Zögert aber, als er das von deinem Waffen tropfende Blut sieht. Travost sagt, hörst du mir nicht zu oder was? Die wollen nur dich. Der Rest von uns macht sich davon und hat noch eine Chance. Wenn das eine Schlacht wäre und du einen geschmähten Phalanx lange genug aufhalten könntest, bis ich und der Trupp entkommen sind, dann würdest du es tun. Du würdest gar nicht darüber nachdenken. Tyrell würde dir dasselbe sagen. Er lockert seinen Griff und die Phalanx und schüttelt den Kopf. Der Hauptmann der Vendrien-Wache atmet tief ein und wirft beim Ausatmen einen kurzen, prüfenden Blick auf seine Soldaten. Ich werde es tun. Wenn du meine Soldaten gehen lässt, werde ich nachgeben und dein Gegner sein. Dein Gefangener sein. Ergib dich, dann darf der Rest von euch Männern gehen. Heute ist dein Glückstag, denn ich bin in gnädiger Stimmung. Ich werde euch alle gehen lassen. Und jetzt fort mit euch, bevor ich es mir anders überlege. Nein, natürlich nicht. Wir wollen ein bisschen Eindruck schinden bei unseren Kollegen vom Chaos. Ergib dich, dann darf der Rest gehen. Florian, habt ihr gehört? Geht und sagt den Männern zu Hause, dass ich bald zurückkehre. Und wenn nicht, der Hauptmann blickt zu dir. Nun, wenn das passiert, vertraue ich darauf, dass ihr alle mich rächt. Aber wenn dieser Schicksalsbinder die Wahrheit spricht, dann bin ich bald zurück. Ich werde euch sogar ein Souvenir mitbringen, den abgetrennten Kopf von Nerads Stimme. Nichts Persönliches, aber ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Ich brauche jedoch nur dich, die anderen können gehen. Verabschiede dich und komm mit mir. Niemand wird dein Opfer jemals vergessen, sagt Travos. Die Brüder umarmen sich und stehen Stirn an Stirn da. Keine Sorge, ich werde die Führung übernehmen. Okay, du hast Gunst bei Eventrin-Wache hinzugewonnen. Die Krieger gehen nacheinander zu Florian, umarmen ihn und machen sich einem stillen Nicken Aufbruch bereit. Als sich der Krieger verabschiedet haben, schultern sie ihre Rucksäcke und gehen. Ja, muss ich dazu sagen, wir haben das jetzt nicht getan, die alle einfach so getötet, weil wir Respekt vor wahren Kriegern haben, ne? Ist klar. Wir respektieren das, wenn jemand gut kämpft, ne? Und wir wollten ihn haben, beziehungsweise unser Auftrag war, Florian zu holen, dann müssen nicht mehr sterben. Können natürlich, würde uns jetzt auch nicht, ne? Aber wir haben Respekt davor. Sehr gut. Obwohl es wieder eine Schwäche war von ihnen, dass sie das so gemacht haben. So, Florian, kommt es bei uns oder was? Juhu, melde dich bei Palschinka zurück. Er ist so hier unten, ne? Falsche Hinker. Stinkebein. Wer ist er hier? Oh, was ist jetzt los? Oh my goodness, es gibt Ärger. Oder auch nicht. Doch, da. Nach einem längeren Sprint schreiten die Krieger des Scharlachroten Chors mit großen Schritten ins Lager und beginnen zu sprechen. Dann aber stolpert er nach vorne und fängt schwer atmend gerade noch den eigenen Zusammenbruch ab. Mehr sind unterwegs. Er spricht zwischen angestrengten Atemzügen. Patrouille von heute Morgen, kommt zurück.
Du hast Gunst beim scharlachroten Chor zurückgewonnen. Na, das sieht, das sieh sich mal einer an. Er lächelt erschöpft, während er weiter schwer atmet. Der Hauptmann ist unversehrt, genau wie gewünscht. Nerads Stimme wird zufrieden sein. Der Hauptmann schaut zu seinen Füßen hinunter, als sich langsam ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitet. Du hast noch nicht gewonnen. Die zweite Patrouille sollte ungefähr jetzt zurückkehren. Wenn du die herannahende Patrouille überwältigen kannst, werden meine Bande und ich dafür sorgen, dass dieser Eidbrecher Nerads Stimme vorgestellt wird. Der Krieger salutiert dir mit einem boshaften Grinsen. Gute Jagd mit dir, Schicksalsbinder. Der Archont der Geheimnisse wird höchst zufrieden sein. So, und wir kriegen jetzt hier Angriff, oder was? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ne? Eliminiere die Verstärkung der Vendrien-Wache. Wo auch immer sie ist. Gut, machen wir gleich. Aber wir machen hier einen Cut und in der nächsten Folge werden wir die eliminieren und dann kämen wir zurück ins Lager. Main bleiben, bis dann. Tschüss.